Das schon. Wow. Abonniere jetzt und du bekommst noch einen Fans-Only-Link gratis dazu. Der gute alte OnlyFans-Account. Ich verkaufe mich da vielleicht auch bald. Bei OnlyFans. Für den Winter ist das auch die beste Sache, oder nicht? Kannst schon mal Fotos posten, wie du angezogen bist. Komplett eingemummt. Hä? Was? Trinity! Wo kommt das denn her? Trinity, vielen Dank. Trinity, danke schön. Vielen Dank. Oh, warte. Da ist er ja. Hier, warte. So, hier. Meinen Hut und so. vielen Dank. Dankeschön, Trinity, für 12 vergiftete Subs. Dankeschön. Danke. vielen Dank. So. Ja, wir sind ja noch nicht weit gekommen heute irgendwie, ne? Ja, schon ein wenig enttäuschend. Schon enttäuschend, gell? Enttäuschend ist das hier heute. Enttäuschend. Ich mache hier trotzdem mal dicht, ne? Weil sonst sieht das jetzt auch irgendwie doof aus. Ich lasse dieses Mal. Das ist scheiße. Das ist hässlich. So. Dann haben wir hier 3 Ümer-Ecke drinne. Das passt sowieso. Dann haben wir hier wieder 1, 2. Aua! Hä? Die Subs waren vergiftet? Ja, sowas von. Sei froh, dass du keinen hast. So, hier unten müssen wir dann gleich mal gucken. Halbzeit Deutschland 1-2 gegen die Schweiz. Ach du liebe Zeit. Okay. Wer hat bei der Schweiz die Tore geschossen? Nicht zufällig Zuba, oder? Haben wir schon alle aufgebraucht? Oh meine Güte. Das geht aber auch schnell, gell? Fix geht es. So. Gavranovic und Freuler. Ah, okay. Okay. Wuppwu, dankeschön für deinen Prime-Sub. Vielen Dank. Dankeschön. Herzlich willkommen. Hör mal. Danke. Love goes out to you, my friend. Warte mal, was wollen die jetzt machen? Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Das ist Golf live im ersten. Loch 73 mit 20er Handicap. Jetzt geht es los. Und zack, er hat es geschafft. Er ist Golf-Weltmeister. Gewinner der PGA-Tour in diesem Jahr. Die Fans können sich kaum halten. Ich bin erfreut. Lul. Ach, natürlich der Matzekram. Natürlich der Matzekram. Dankeschön, lieber Matzekram. Vielen Dank. Matzekram, ich danke dir vielmals für 10 Vergiftete. Auch an dich. Ne? Ganz liebes Dankeschön. Vielen Dank. Matzekram, Dankeschön. Vielen Dank und auch natürlich an TheFiend619. Dankeschön für 16 Monate. Aber ganz kurz für den guten Matzekram natürlich noch, ne? Hier, Matzekram, du weißt Bescheid. Der Hut. Ich ziehe meinen Hut. Vielen Dank. Dankeschön, lieber Matzekram. Vielen Dank. Was? Deutschland macht so viele Fehler, Stellungsspiel schwach bis jetzt. Ja, aber weißt du, ganz ehrlich, also ja, natürlich, klar, solche Sachen muss man natürlich ansprechen, ne? Das ist ja ganz logisch, aber ich sag dir jetzt mal ganz ehrlich was. Mir geht dieses Gemaule bezüglich Jogi Löw, geht mir echt aufs Ei, muss ich sagen, ne?
geht mir echt auf den Sender. Sag ich ganz ehrlich, geht mir echt auf den Sack. Weil, also dieses ständige Rumgemaule, weißt du, jeder ist wieder Bundestrainer, wenn sobald ein Länderspiel ist, ist jeder wieder Bundestrainer. Jeder. Und ganz ehrlich, jeder möchte, dass Jogi Löw geht, aber keiner, wenn du denjenigen dann fragst, ja, wer soll's denn dann machen? Ja, der Wagner ist doch jetzt frei von Schalke. Ja. Bitte. Bitte. Also, tut mir leid, aber dieses Rumgejaule da, Rumgemaule und Rumgeheule da ständig, also das ist wirklich auf ganz, ganz hohem Niveau. Auf ganz hohem Niveau und das ist wirklich, also, tut mir leid. I'm sorry for that, aber das ist Schwachsinn, gell? Das ist Schwachsinn. Uns fehlen halt einfach Spieler wie ein Schweinsteiger oder wie ein Philipp Lahm. Dann muss man allerdings auch dazu sagen, was wir da immer für Spiele sehen. Diese Spieler trainieren so oft mit ihren Mannschaften. Und dann kommen sie in dieses DFB-Team, wo sie innerhalb von 2 Wochen 3 Spiele haben. Und innerhalb von 2 Wochen einen komplett anderen Spielstil sozusagen im Kopf umschalten müssen, wie sie in ihren eigenen Teams haben. Ein Joshua Kimmich muss zum Beispiel plötzlich von der ZDM-Position, also von der Mittelfeldposition, muss wieder umdenken, spielt plötzlich auf der rechten Verteidigerposition. Ja. Also. Und was da wirklich von den Spielern verlangt wird, ist schon krass. Ja, und die Deutschen haben ja nicht mal mit dem Top-Team, sag ich mal, gespielt, ne? Also, so ein Havertz zum Beispiel in richtig guter Form ist ein Havertz top. Auch Timo Werner in Topform, ja. Oder Gnabry in Topform und so weiter und so fort. Ja. Also, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Tut er nicht, er spielt auch ZDM, wir haben ja jetzt eine Dreierkette. Ach, okay, ich dachte, ich war noch auf dem Stand von dem letzten Spiel gegen Ukraine, glaube ich, und da war er aber, glaube ich, als rechter Verteidiger gelistet. Meine ich. Oder war das Spiel davor? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall. Also das Gemaule und Gejaule, das geht mir echt auf den Sack, ganz ehrlich. So, warum bin ich jetzt nochmal zurückgegangen? Ach ja, wegen Treppen, ich wollte Treppen machen. Ja, einfach mal abwarten und machen lassen. Diese Nations League ist super unwichtig, ganz ehrlich. Es ist super unwichtig. Keine Ahnung. Und wie gesagt, wir haben im Moment niemanden, der mir einfällt, der es vielleicht machen würde. Oder der mir einfällt, wo ich sage, ja, der könnte es vielleicht gut machen. Fällt mir keiner ein. Sag ich ganz ehrlich. Mir fällt keiner ein. Vielleicht. Also wen ich mir vorstellen könnte, vielleicht. Wäre irgendwann mal noch ein Hansi Flick. Aber den momentan bei Bayern wegzukriegen, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Ja, das Lied. Yay! So. Oh Gott. Oh, da habe ich jetzt richtig... Ich habe falsch gebaut, ne? Oh boy. That's shit. That's shit. Fucking low. Weil Klopper noch nicht will. Ich sag dir auch ganz ehrlich, es sehen immer viele Jürgen Klopp als nächsten Bundestrainer, ne? Ich irgendwie weiß ich nicht. Also ich sehe Jürgen Klopp irgendwie nicht so in dieser Rolle, ehrlich gesagt. Weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie sehe ich Jürgen Klopp da nicht. Gerade nochmal da unten so ein Ding hin. Steigt Frankfurt dieses Jahr ab? Nein. Tun sie nicht. Die steigen hier nicht ab. So, dann gehen wir hier runter, runter, runter. Wir müssen mal gucken. So, wir müssen gucken, dass wir immer quasi hier so in dieser Dings hier bleiben. Ramelade, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Herzlich willkommen. Und Trinity nochmal mit einem Sub geschenkt. Alter Schwede. Trinity, was ist da los? Vielen, vielen Dank. Und Lucifers Faust, Dankeschön auch an dich. Vielen, vielen Dank für deinen Sub-Gift. Dankeschön.
So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Oh, warte mal, wir müssen aber auch aufpassen, dass wir nicht... doch, das... Musst du noch einen vergiften. Ah, okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Let me kurz overviewen. Das heißt, wir müssten hier eine so eine Linie machen. Und da würde dann wieder eine Treppe hinkommen. Ist das korrekt? Ich glaube, das ist korrekt. Ne? Ich glaube, das ist korrekt. Dann mache ich mal hier unten. Da. Mache ich mal ihm schon hier hin. So, kriegt er das mal an. Da. Ich habe Angst. Hör mal. Albert, ich habe Angst. Ich kack mir, glaube ich, gleich in der Hose, Albert. Ich meine, das ist eine Burg, ne? Ja, das müssen wir natürlich noch von unten noch ein bisschen hübscher machen, dass das nicht so hingekackt und hingeschissen aussieht. Aber das kriegen wir hin, glaube ich. Das kriegen wir hin. Wir können jetzt eh nicht mehr allzu weit bauen, weil wir natürlich noch gucken müssen. Hier kommt jetzt übrigens auch wieder so ein Ding hin. Das heißt, hier kommt der nächste von diese hier hin und dort kommt wieder diese wunderschöne Treppe hin. So. Ist sie nicht wunderschön? Sehr gut. Hier müssen wir jetzt dann erstmal gleich warten. Also wir machen jetzt hier noch weiter natürlich, ne? Ist klar. Aber... warte, warte, warte. Hier kommt wieder Treppe hin, glaube ich, ne? Dann kommt hier das nächste Ding ins Hin. So. Weil wir natürlich hier den Eingangsbereich, um den müssen wir uns dann als nächstes kümmern. Das heißt, wir können das jetzt gar nicht einmal komplett drumherum ziehen quasi. Das geht nicht. Because we have to focus the next time on the working place here with the Eingang of the Borg. Aber das ist nicht, ne? Das machen wir jetzt. Ist das eine Singleplayer-Welt? Nope, das ist nach wie vor immer noch die Server-Welt. Bloß halt jetzt mit einem neuen Bauprojekt hier oben, ne? Und da unten ist der Rest von der Welt. Ne? Jo, 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 jo. So, dann müssen wir das hier aber auch wieder wegmachen. Wir bleiben natürlich hier ungefähr auf der gleichen Ebene. So. Look at that. Oh shit, that was shit. Dame. So. Und dann hier wieder zurück. Alle, die schlafen, gehen natürlich eine schöne gute Nacht, ne? Ich kaufe ein A, auch an dich ein ganz liebes. Gott's Nächtle, hör mal. Uah, auf zu springen. Und die Slabs sind noch nicht leer, okay. Never mind. Entschuldigung. So. Okay, dann gehen wir hier so runter. Wunderbar, das passt. Gehen wir hier so runter zum Gunther, ne? Gunther, zieh die Hose aus. Sprichst du nochmal von dem Turm? Das sah so lustig aus. Na klar. Ich jump da mal eben runter. Ich schaffe es aber nicht, nochmal auf diesem Stein zu landen. Das ist das Problem. Was? MC1 Bitbullix? Oder Mac1 Bitbullix? Dankeschön. Alter, 50 Euro. Was ist mit dir? Hä, was ist mit dir? Ja, du willst den Hut sehen. Lass die Kohle fließen. Ich will den scheiß Hut sehen. Natürlich. Nur für dich. Dankeschön für deine 50 Euro. Vielen, vielen Dank. Und nur für dich lasse ich den Hut jetzt sogar auf. Ich lasse den Hut auch auf, wenn du ihn sehen möchtest. Ich bin käuflich. Ich bin eine käufliche Hure. Es tut mir leid. Freunde, jetzt wisst ihr's. Der Tobi ist nicht nur fett, der ist auch noch käuflich. So. Wussten wir eh schon. Ja.
gut. Aber ist schön, dass nie jemand die Wahrheit ausgesprochen hat. Das rechne ich euch hoch an, lieber Chat. Dankeschön. Nein, also, ne, Bitpolix, ich danke dir vielmals für diese übertriebene Spende. Vielen, vielen Dank für deine 50 Euro. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Steht bei mir auch in der Bio, fett und käuflich. Aber man muss halt einfach dazu stehen, so, weißt du, das ist das Ding. Steh dazu und dann sagt da keiner was. Da kann auch dann keiner was gegen sagen, weißt du? Wenn du dazu stehst, ich weiß, fette Leute stehen nicht gerne. Ne, aber weißt du Bescheid. Einfach dazu stehen. Stellen. Kappa. Ja. Warte, brauchen wir eine Fichtelholztreppe? Brauchen wir, ne? Ja, nein, nein, eine Treppe brauchen wir. Und dann, wenn wir gerade schon hier sind, machen wir noch ein paar Schlepps dazu. Wunderbar, super. Toll. Und es ist schon wieder dunkel. Wo habe ich schon mein Bett hingestellt? Scheiße, wo habe ich das Bett hin? Fuck. Ist das hier? Ja, es steht hier. Wunderbar. Ich könnte mal ein paar Fackeln langsam hier aufstellen, ne? Besser ist das. Wexco, dankeschön für 5 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und natürlich auch an Toxi, der dem guten Kiteplay einen Zap geschenkt hat hier. Kiteplay, es tut mir leid, ich habe leider nicht so richtig, ich habe leider nicht so coole, Emotes wie du. Es gibt so viele Leute, die deine Emotes hier im Chat benutzen, ist voll geil. Die sind aber auch wirklich Hammer, muss ich sagen. Die Emotes von Kiteplay sind der absolute Hammer. Also wenn ihr richtig coole Emotes haben wollt, die ihr wirklich überall benutzen könnt, dann müsst ihr beim guten Kiteplay einmal subben. Ja, der hat wirklich geile Emotes. Wirklich. Respekt. Respekt. Warte, warte, warte. Ah. Ja, beim Discord Wunsch immer. Ja, ich muss das endlich mal, ich muss die Emotes endlich mal fertig machen. Da hast du absolut recht, Fox. Da hast du absolut recht. Content ist nichts, aber die Emotes sind Sahne. Ja, klar. Das war mein Kontext auf jeden Fall. Nein, aber die Emotes sind wirklich nice, muss ich sagen. Die gefallen mir sehr gut. Und die kannst du halt auch überall benutzen, ne? Die kannst du überall benutzen. So. Mein Gott. So. Okay. So. Dann haben wir da nochmal. Spitzenmäßig. Hier können wir aber tatsächlich schon einmal komplett rumgehen. Das ging jetzt nur da drüben noch um den Eingangsbereich. Da müssen wir aufpassen, dass da nichts spawnt. Hier können wir tatsächlich schon komplett fertig machen, die Wand. Und da müssen wir uns natürlich auch ein bisschen noch um die Variationen kümmern. Hier von die Geschichte, gell? Da müssen wir uns ein bisschen drum kümmern. Wo setzen wir denn hier an? Da am besten, ne? Das sieht gut aus, glaube ich. Beziehungsweise wir können da sogar fast schon die nächste Treppe hier ansetzen, ne? Ja, 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 weil das hier so steil nach unten geht. Guck mal. Wie meine YouTube-Karriere. Steil nach unten. So, das ist aber dann hier, glaube ich, ne? Ja. So. Okay. Ja. Warte, warte, warte. Ach, Tobi. Ja, ach komm. Einfach mal ein Abo da lassen, nicht für den Streamer, sondern nur für die Emotes. Nein, also, ihr wisst doch, wie ich das gemeint habe, ne? Ich hoffe, der Kiteplay, ich hoffe, wenn der da ist, der weiß, wie ich das gemeint habe. So. Wie geht's mit YouTube weiter? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan.
Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Das geht hier runter, das geht hier. Dann ist hier der nächste. Ist das richtig? Der schießt aber. Ne, der schießt nicht richtig, glaube ich. Ja, wie geht's mit YouTube weiter? Ich habe keine Ahnung. Also, ich werde jetzt nochmal einen Offensiv-Versuch, sage ich mal, starten. Eine Offensive sozusagen. Ich habe ja schon mal gesagt gehabt, ich habe sehr viele Videos vorbereitet schon, die ich gerne publishen würde. Ach, scheiße. Ja. Die ich gerne publishen würde. Ich habe jetzt einige davon fertig geschnitten gehabt und werde die jetzt dann so nach und nach veröffentlichen. Da sind ein paar ganz coole Videos, glaube ich, dabei. Geht halt so ein bisschen mehr in Richtung, Redaktion, sag ich mal, ne? Weniger in Richtung deren Content, den wir sonst immer hatten. Ja. Mal sehen. Was das wird, ich habe keine Ahnung. Aber YouTube ist halt echt schwer mittlerweile. Sehr, sehr schwer mittlerweile, da irgendwas noch, was gescheitert noch hinzubekommen, aber mal gucken, ne? Hört sich gut an. Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe... Ach, was ist das denn? Ich hoffe, dass das die Leute hier fahren wird. Würde mich natürlich freuen, aber natürlich wird man an die YouTube-Views, sag ich mal, oder an das... Ach, scheiße. An das, was YouTube mal früher hat, oder früher mal, ne, das wird schwer, da nochmal ranzukommen. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie so... Ist der Kanal vielleicht tot, weißt du, dass du überhaupt nicht mehr... die Reichweite haben kannst, die du mal hattest, so, weißt du, das frage ich mich halt immer. Dann andererseits habe ich mir halt aber gedacht, nachdem ich das Scribble.io-Video hochgeladen habe, das Scribble.io-Video, wo wir aus dem Stream quasi geschnitten haben, das hat halt einfach mal fast 30.000 Aufrufe gehabt, ne? Da denke ich mir dann halt auch immer wieder, mal, tot ist das doch vielleicht doch noch nicht. Ne, also das ist halt so ein bisschen... Ich weiß es nicht. Vielleicht ist da ja doch noch ein bisschen Leben, hör mal. So, jetzt müssen wir mal ausprobieren. Sind wir hier richtig? Ja, ne? So ist, glaube ich, wieder richtig jetzt. So, dann sind wir hier wieder mit einem normalen... dann sind wir hier aber zu hoch, oder? Passt, ne? Ja, okay. Barscht. Das barscht. Okay, kurz überlegen. Die nächste Treppe kommt auf jeden Fall, glaube ich, hier hin, ne? Und das dann dahin, glaube ich. Ich glaube, wir sind richtig. Lumino96, Dankeschön für 9 Monate. Und Sir Pedder, Dankeschön für 7 Monate. Vielen, vielen Dank euch. Euch beiden, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich schaue lieber auf Twitch zu, als VODs auf YouTube, wo man sich halt auch erst durchschauen muss. Doof ist halt nur, dass man nicht immer bei den Streams dabei sein kann. Ja, Droid, das fühle ich absolut. Das geht mir auch immer so. Und dann gucke ich mir tatsächlich aber immer noch lieber... Ich gucke mir dann lieber noch tatsächlich den VOD auf Twitch an, wie irgendwas auf YouTube. Ah, das ist, ja. Ja, Porno sowieso. Klar, die konsumiere ich auch regelmäßig. Natürlich. Habe ich noch? Ah. Ja. Ja, also wie gesagt, ich fühle auf jeden Fall den Punkt, kann ich absolut nachvollziehen. Ich muss halt ehrlich gesagt gestehen, so dieses klassische Let's Play haben wir ja schon oft gesagt, ne? Wie sieht es eigentlich aus, wenn wir das hier so machen? Sieht das noch mal so aus? So als würde das da dranhängen?